Okay, Administratoren hier im Raum, Entwickler hier im Raum, ich habe für jeden was dabei, okay. Kollegen sind auch da, sehe ich gerade, das kann man auch. Ist ein bisschen eher ex cathedra, ich muss dadurch nicht so viel laufen, das finde ich auch ganz praktisch. Erstmal zu mir, ich bin seit relativ langer Zeit Systemadministrator. Das mit dem Kabelziehen habe ich vor circa 10 Jahren aufgegeben, aber auch mal gemacht. Ich arbeite seit ungefähr 4, 4,5 Jahren mit agilen Teams zusammen, teilweise auch als Scrum Master und jetzt bei meinem jetzigen Arbeitgeber relativ intensiv mit agilen Teams zusammen. Das heißt, ich erzähle euch jetzt ein bisschen von meiner Arbeit und ihr dürft mir zuhören. Auch ganz nett. Worum geht's? Jeder, der Administrator ist, weiß ganz genau, dass seine Entwickler nur Scheiße bauen. Jeder, der Administrator ist, weiß ganz genau, dass das Zeug, was vorher angeblich funktioniert hat, auf irgendwelchen Laptops, auf irgendwelchen obskuren Rechnern, plötzlich nicht mehr funktioniert, wenn es in Produktion reinkommt. Ich glaube, die meisten Admins hier haben auch schon relativ laut geflucht, weil Sachen plötzlich nicht funktionierten mehr, kurz nachdem nur eine kleine Änderung passiert ist. Den Entwicklern geht es wahrscheinlich nicht anders. Jeder Entwickler weiß ganz genau, da sitzt ein Admin, der sagt, Entschuldigung, das ist mein Rechner. Da habt ihr nichts drauf zu suchen. Ich habe das Root-Passwort. Ich entscheide, welche Software wann draufkommt. Und wenn ihr testen wollt, macht es irgendwie. Das heißt, auch jeder Entwickler wird irgendwann mal über seinen Admin geflucht haben. Das liegt jetzt normalerweise nicht daran, Entschuldigung, das liegt normalerweise jetzt nicht daran, dass sich die beiden Gruppen extrem hassen würden. Das liegt daran, dass es in vielen Firmen halt eine Kultur gibt, die dieses Zusammenarbeiten nicht wirklich ermöglicht, sondern wo tatsächlich die Entwicklung relativ getrennt von der Administration funktioniert. Und es liegt zum größten Teil tatsächlich einfach daran, dass die Leute nicht miteinander reden. Also so ein bisschen Common Sense irgendwie mal raushängen lassen und sagen, gut, warum funktioniert denn das nicht? Lass uns das doch mal zusammen rausfinden. Sprich, da sind beide Seiten ein bisschen schuld. Ich will da jetzt niemanden hier irgendwie, auf niemanden irgendwie mit dem großen Zeigefinger zeigen. Und es geht jetzt hier darum, wie man diese Nicht-Kommunikation durchbrechen kann, wie man schafft, dass Entwicklung und Administration besser zusammenarbeiten. Ich mache es ein bisschen, Schwerpunkt ist ein bisschen auf der Administrationsseite, weil da komme ich her, ich bin kein Entwickler. Und ja, so generell geht es, glaube ich, um das, was man so DevOps nennt. Genaue Definition davon werde ich aber nicht liefern. Ich muss ein kleines bisschen ausholen, um zu sagen, so, wo kommt dieses Klassische her, wo kommt dieses Neuere her, was wir gerade machen. Ich meine, in DevOps schaffen wir es tatsächlich, beides zu verbinden, nämlich Wasserfall und Agil, sagt zumindest dieser Herr auf Twitter. Ich muss wieder ganz vorne anfangen, Wasserfallmodell. Da kommt dieses klassische, hier gibt es die Entwickler, da gibt es die Admins her. Wasserfallmodell, weiß nicht, wenn es nichts sagt. Ich habe halt mehrere Stufen bei der Entwicklung. Ich hoffe, ich kann von hier aus genug noch zielen. Ich habe oben die Planung, da wird halt irgendwie festgestellt, was brauche ich jetzt eigentlich für Software, was sollen die eigentlich alles können und was möchte der Kunde eigentlich haben. Dann habe ich die Analyse, wo dann Leute zusammensetzen und sagen so, wie machen wir das denn? Also was brauchen wir für Softwarekomponenten dafür, wie viele Leute brauchen wir dafür, um das zu machen. Danach kommt das Design, dann dieses, also wie macht man das, wie führt man das durch oder wie wird das aussehen hinterher, was man in der Analyse festgestellt wird. Und dann setzt sich die Entwicklung dran und erstellt das. Der Moment, wo Produktion, Administration, also die Leute, die die Software hinterher laufen lassen, das erste Mal mit dem Produkt überhaupt in Berührung kommt, ist hier. Das ist relativ weit unten, weil direkt danach kommt der Einsatz. Das heißt, es wird getestet und wenn es funktioniert, wird es eingesetzt. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Dann muss ich es zumindest vom Test her wieder einen hochgeben in der Leiter. Das heißt, die Leute, die es programmiert haben, müssen das fixen. Wenn die jetzt allerdings feststellen, so, das ist schon ein Designfehler, das kann so gar nicht funktionieren, geht es noch eine Stufe hoch. Wenn das Design sagt, so, naja, aber ihr habt den Markt komplett falsch eingeschätzt, geht es noch eine Stufe hoch, bis zur Planung kommt es wahrscheinlich nicht mehr. Aber jede dieser Stufen, die es wieder hochgeht, also nein, wenn ich einen Fehler im Test finde und der ist in der Erstellung irgendwie,
wieder behebbar, das geht noch. Wenn die aber feststellen, das ist ein Design behebbar, kostet die Fehlerbehebung gleich das Doppelte bis Dreifache. Und das geht nach oben immer so weiter. Das heißt, wenn ich bis zur Planung hochkomme, habe ich das 18-fache ungefähr an den Kosten, die ich habe, wenn es im Test, wenn ich es im Test feststelle, wenn es in der Erstellung hakt. Das ist ein bisschen doof. Ich will jetzt nicht sagen, das funktioniert überhaupt nicht. Wenn ich eine Firma habe, die zum Beispiel nur angepasste PHP-Software erstellt, immer wieder, also eigentlich die gleiche Infrastruktur darunter hat, und die Software sich relativ stark ähnelt, dann habe ich im Test normalerweise wenig Überraschungen genug, um zu sagen, okay, dieses Modell funktioniert. Aber bei großen Sachen funktioniert es eigentlich normalerweise nicht, vor allem da zwischen Planung und Test stellenweise so viel Zeit vergeht, dass man im Test schon sagen kann, so, naja, schöne Software, aber das braucht heute keiner mehr. Das war vor 2 Jahren aktuell. Und hier kommt auch das her, was ich gerade gesagt habe. Die roten Herren sind die Admins, das direkt merken für den Rest des Talks. Die blauen sind die Entwickler. Und da steht eine Mauer dazwischen. Das heißt, von der Erstellung wird die Software rübergeworfen, im Test sind die Admins zum größten Teil mitbeteiligt. Und wenn die Admins feststellen, so, das tut nicht, dann wird es halt unter der Mauer zurückgespielt. Aber man spricht nicht miteinander. Das ist das, was ich gerade so ein bisschen mängelt habe. Das ist auch das, wo einige von diesen Animositäten zwischen den einzelnen, zwischen den beiden Teams herkommen. Neu. Also so neu ist es auch nicht mehr. Das besteht mittlerweile seit Ende der 90er Jahre. Scrum. Scrum ist jetzt was ich nicht unbedingt für Administratoren empfehlen möchte. Ich würde es bloß ganz gerne kurz erklären, um zu gucken, damit wir hinterher weitermachen können. Dieses Wasserfallmodell ist auch für die Entwicklung nicht besonders toll. Weil man kriegt einen großen Brocken vorgesetzt, der von vorne bis hinten durchspezifiziert ist und man muss diesen Brocken so umsetzen, wie er spezifiziert ist, ob es sinnvoll ist oder nicht. Wenn man mit Scrum arbeitet, hat man hier auf der Seite ganz zu Anfang das möglichst kleine Produkt, weiß aber schon, wo man hinterher hin will. Aber man sagt, ich komme das erste Mal mit meiner Software raus, wenn ich ein kleines Produkt fertig habe, was ich aber schon vorführen kann. Hier ganz hinten ist das, was noch zu tun ist, damit das Produkt so aussieht, wie es ganz am Ende aussehen soll, während ich mit einem kleinen Teil davon schon live bin. Dieses Produkt-Backlog lässt sich aufteilen in Sprint-Backlog. Im Sprint-Backlog stehen dann schon einzelne Tasks drin. So, wir müssen hier irgendwie einen Kaufen-Button in der Software programmieren oder wir müssen irgendwie das CSS anpassen und so weiter und so fort. Sprint dauert nicht wirklich 30 Tage, ich habe bloß keine schönere Grafik gefunden. Die meisten Sprints dauern nur so um die 2 Wochen. Also die meisten Teams machen Sprints im 2-Wochen-Rhythmus. Das heißt, man nimmt sich aus dem Sprint-Backlog eine gewisse Anzahl von Tasks, sagt, die schaffen wir in einem Sprint, also wir schaffen es in diesem Sprint einen Kaufbutton einzubauen, wir schaffen es in diesem Sprint das CSS anzupassen und wir schaffen den Warenkorb anzupassen, die Fehler, die da drin sind, rauszuschmeißen. Das kommt dann in den Sprint-Backlog rein. Und das wird in diesen 30 bzw. 14 Tagen programmiert, wobei ich alle 24 Stunden gucke, was habe ich jetzt eigentlich gemacht, wie weit bin ich eigentlich gekommen. Das heißt, ich gucke immer wieder nach, bin ich noch im Zeitplan, ist das, was ich gerade mache, das Richtige, kriege ich das richtige Ergebnis dabei raus. Und wenn der Sprint fertig ist, dann wird diese Software, die in diesem Sprint entstanden ist, auf das, was wir schon installiert haben, draufgepackt. Das heißt, ich habe hier tatsächlich ein Deployment. Das heißt, habe ich früher als Admin so alle 2 Jahre mal mit neuer Software testen müssen und sie deployen müssen, habe ich jetzt hier das Problem, dass ich das alle 2 Wochen machen muss. Das heißt, wenn der Sprint zu Ende ist, habe ich irgendwas, was fertig ist und was live gehen soll. Es gibt auch Teams, die sagen, wir möchten jeden Task einzeln live haben. Das heißt, dann habe ich nur 2 Tage oder 3 Tage, bis ich was live nehmen muss. Da komme ich mit der klassischen Art und Weise als Admin zu denken auch nicht mehr ganz klar mit. Was kann man dagegen machen, ist, glaube ich, die falsche Frage. Wie arbeitet man mit den Entwicklern dann? Das ist der einfachste Weg, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ideal. Also ich glaube nicht, dass eine Firma, die 6 Entwickler hat, auch 6 Admins hat. Normalerweise habe ich bei 6, 7 Entwicklern irgendwie 2 Admins höchstens, damit der eine auch mal krank werden kann oder in Urlaub fahren darf. Und wenn ich 2 Admins habe und ein Entwicklungsteam habe, dann setze ich halt einen von den Admins ins Entwicklungsteam rein. Das heißt, er arbeitet mit den Entwicklern zusammen, er testet mit den Entwicklern zusammen, er weiß genau, wie es hinterher draußen aussieht, wie die Produktion aussieht, das kann er im Development nachstellen. Und so ein Entwicklungsteam lastet so ein Admin auch nicht komplett aus.
Also ich denke mal, ein Team lasst das im Admin 20-25% aus, wenn man mal so ein bisschen über die letzten Jahre hinweg guckt, oder wenn ich mal über die letzten Jahre hinweg gucke. Das heißt, der Admin hat auch genügend Zeit, normale Administrationsaufgaben, die auch anfallen, mit seinem Kollegen zusammen zu machen. Das heißt also, die Entwickler sind happy, weil sie jemanden haben, der halt ihnen die Produktion erklären kann. Admins sind happy, weil sie halt mitbekommen, was wird denn gerade entwickelt. Müssen wir irgendwas dafür schon vorbereiten? Müssen wir was ändern an dem, was wir machen? Das läuft ganz gut. Wo sind die meisten Firmen halt nicht so klein? Und ich glaube, es gibt auch wenig kleine Firmen, die nur ein Team haben, die dann auch gleich ein Scrum-Team sind. Wenn ich jetzt mehr Entwicklungsteams habe, also eine größere Firma reinkommen, da habe ich jetzt, glaube ich, schon 6 Entwicklungsteams, 6 Admins, könnte ungefähr hinhauen. Setze ich halt in jedes Entwicklungsteam einen Admin rein. Wie gerade gesagt, so ein Entwicklungsteam lastet den Administrator um die 20-25% aus. Das heißt, es ist auch genug Zeit für die Administratoren da, dass sie sagen können, okay, wir können das, was wir eh noch machen müssen, das kriegen wir nebenbei geschafft. Man kann halt gemeinsame Standards ausarbeiten. Also wenn die jetzt nur in den Entwicklungsteams wären, diese Administratoren nicht miteinander reden würden, dann hätte ich das Problem, dass eventuell der eine Software so deployt, der andere will Software anders deployen, der eine konfiguriert die Webserver auf die eine Art und Weise. Das heißt, ich muss schon dafür sorgen, dass man als Administrator noch miteinander sprechen kann, damit man gemeinsame Standards hinbekommt. Damit man auch vor allem Know-how verteilt. Weil was passiert, wenn einer Urlaub geht von diesen Admins, dann muss ja irgendjemand anders einspringen können bei dem Team. Sprich, also auch die anderen müssen mitbekommen, was machen die Entwicklerteams eigentlich? Mit welcher Software müssen wir eigentlich noch rechnen? Was kommt in den nächsten Zeiten auf uns zu? Was müssen wir dafür vorbereiten? Das geht eigentlich ganz gut. Also das ist so eine 5 Admins auf 6 Admins auf 6 Entwicklungsteams. Man hat immer noch genug Zeit, seinen Kram zu machen. Man hat genug Zeit, mit Entwicklern zusammenzuarbeiten. Hier wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Es ist eigentlich auch nicht so wahnsinnig weit hergeholt. Also gut, vielleicht mehr als 6 Admins auf 24 Entwicklerteams, aber Entschuldigung, ich habe noch ein bisschen Erkältungsnachhang. Und ich habe den Faden verloren, auch nicht schlecht. Hier habe ich jetzt 24 Entwicklerteams. Ich kann jetzt natürlich sagen, ich stecke jetzt einen Admin auf 4 Entwicklerteams. Dann habe ich allerdings eine Auslastung von 80-100% für so einen Admin. Das heißt, die Admins können nicht mehr zusammenarbeiten. Das heißt, also man kann keine gemeinsamen Standards mehr vereinbaren, man kann keine gemeinsamen Themen mehr angehen. Und das ist wirklich nicht gut. Weil dadurch geht ein bisschen Kultur verloren, dadurch geht gemeinsames Wissen verloren. Dann haben wir das, was wir eigentlich nicht haben möchten, dann haben wir Einzelkämpfer. Es ist, glaube ich, eh besser, wenn man als Administrator nicht alleine an Themen arbeitet, sondern immer jemand Zweites dabei hat, damit keine Know-how-Inseln entstehen. Das heißt, ich kann mal krank werden oder, oh Gott, ich kann auch mal in Urlaub fahren, ohne dass gleich der Laden zusammenbricht. Eigentlich ganz nett sowas. Bloß, wie geht man dieses Problem an? Ich muss jetzt irgendwas für die Administration finden, was so ähnlich ist wie Scrum für Entwickler. Ich muss irgendwas finden, wo ich das, was passiert, abbilden kann. Und ich möchte es natürlich agil machen, weil zumindest ist es ein aktuelles Schlagwort. Aber wie gesagt, das funktioniert halt nicht. Ich kann nicht irgendwie die ganzen Admins in die Teams stecken und sie nicht mehr zusammenarbeiten lassen. Dann gibt es was, das heißt Kanban. Das kommt aus der Produktion. Das ist irgendwann mal bei Toyota eingeführt worden. Es ist halt eigentlich auch nur ein Whiteboard, wo man Zettel draufklebt, wo man halt 3 Cues hat, eine To-Do-Liste, das, was gerade passiert und das, was gerade getan ist. Und man guckt aber auch hier immer regelmäßig drauf, was mache ich eigentlich gerade, mache ich gerade das Richtige und wie kann ich es verbessern. Das heißt, wir haben uns auch entschieden, wir nutzen jetzt Kanban. Was wir da gemacht haben, ist, wir haben über Kanban, also was gerade im Doing bei uns dann auch war, ist, wir haben gelernt, wie macht man eigentlich Kanban. Kanban heißt auch, man verbessert sich ständig, man verändert es ständig, was man da gerade macht. Das heißt, dieser Zettel wird eigentlich immer in Progress hängen. Und was wir vor allem vorher schon gemacht haben, wir haben uns ein paar gelbe Zettel gekauft und haben sie auf ein Board geklebt. Ich fühlte mich plötzlich wieder 10 Jahre jünger, weil das sah halt ungefähr genauso aus. Aber wie gesagt, das war der erste Schritt. Wir haben viele gelbe Zettel gekauft und sie auf ein Board geklebt. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Das hier oben sind Impediments. Ein Impediment ist etwas, wo ich sage, Entschuldigung, ich will gerade gerne was machen, ich bin da aber blockiert, jetzt muss irgendjemand mir helfen, dass das Impediment nicht mehr da ist und dass das irgendwie...
Also ich muss auch dazu sagen, das sind Impediments in Progress, das sind Impediments in Waiting und das sind welche, die fertig sind. Wie gesagt, es war der erste Versuch an Kanban. Das ist, man lernt dazu. Aber was wir hier gemacht haben, ist, wir haben für all das, was wir an Entwicklungsteams haben, wir haben jedem Entwicklungsteam eine eigene Zeile gegeben und die Zettel, die dahinter hängen, sind halt bis, na, tatsächlich sind komplett, also das sind alles Entwicklungsteams und das sind die einzelnen Tasks, die für Entwicklungsteams gemacht, werden müssen. Jedem Entwicklungsteam waren bei uns zwei Admins zugeschlagen, das heißt, also es sind immer zwei Leute, die aus so einer Reihe einen Zettel rausziehen können. Das geht mal mehr gut, mal weniger gut. Das beinhaltet vor allem keine eigene Arbeit. Also sprich, das ist diese typische Administrationsaufgaben, die man eh noch machen muss. Also man will sich ja auch ständig verbessern, man will ja die Plattform verbessern, man will ja neue Sachen machen, sind hier rausgefallen. Das hier ist übrigens das, was man Backlog nennt. Das sind nämlich Zettel, die darauf warten, getan zu werden. Hier übrigens steht Backlog drüber. Das ist das zweite Backlog. Also na, hier ist dann halt Sachen, die auch getan werden müssen, wo aber auf der To-Do-Spalte kein Platz mehr war. Und wer ganz genau hinguckt, da oben steht neue Themen. Das ist dann das dritte Backlog. Also das war der erste Versuch, agil zu arbeiten. Das hat nicht so wahnsinnig toll funktioniert. Es ist zwar viel, es ist also durchaus nicht nichts geschafft worden, aber die Flut, die im To-Do und in irgendwelchen Backlogs hing, wurde halt hinterher doch massiv größer, dass wir gesagt haben, okay, lass uns mal überlegen, die Halbzeit war jetzt nicht so toll, wir haben nicht verloren, wir haben aber auch nicht gewonnen irgendwie, was können wir besser machen? Weil wir müssen ja irgendwie damit klarkommen, dass wir Entwicklerteams haben, die relativ viel Output liefern. Das heißt, diese Entwicklerteams haben alle zwei Wochen neue Software für uns, die irgendwie auf die Plattform muss oder für die ich meine Plattform irgendwie ändern muss. Und eventuell muss ich ja für irgendwelche Entwicklungsteams die Plattform auch gleich ändern. Sprich, also das eine Entwicklungsteam macht irgendwas, wo ein anderes Entwicklungsteam was Ähnliches macht. Das heißt, da können ja eigentlich die gleichen Leute dran arbeiten. Das ist vielleicht auch der gleiche Task. Sowas haben wir gar nicht gesehen in dieser Flut. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen nicht mehr zu den Teams. Das war das, was wir hier gemacht haben. Wir gehen zu den Teams und wir gucken dann irgendwie, was haben denn die Teams so Schönes für uns? Und sagen, wir könnten jetzt das machen, wir könnten jetzt das machen. Sondern wir sagen uns einfach, sollen die Teams doch zu uns kommen. Weil wir haben relativ viele Sachen schon vorher automatisiert. Wir haben relativ viele Sachen, die die Teams selber machen können. Wir haben viele Sachen, die einfach funktionieren. Das heißt, wenn die eine neue Softwareversion haben, dann paketieren sie ein neues RPM. Und dieses neue RPM wird dann einfach deployed. Und das ist keine Magie, das ist tatsächlich Tagesarbeit. Also das macht man täglich. Wenn Sie was Besonderes wollen, was ja auch nicht immer der Fall ist, dann sollen Sie doch zu uns kommen und sagen, was Sie wollen. Und bei uns setzen sich Leute hin und machen das dann. Das sieht dann so aus. Ich habe so ein, zwei Iterationen übersprungen, also das Wort hat sich ein paar Mal geändert. Unsere Impediment-Spalte ist relativ klein geworden, heißt jetzt Produktionsblocker. Sprich, wenn da was hängt, dann bleibt alles andere stehen und liegen. Wir versuchen erst das zu lösen. Die nächsten drei Zeilen, ich habe gerade gesagt, so, wenn so ein Team was für uns hat oder wenn wir selber was haben, was wir machen möchten, wie macht man sowas denn am besten? Da haben wir uns dann ein bisschen an Scrum gehalten, was haben wir im Scrum entliehen? Wir haben gesagt, da machen wir eine Story draus. Das heißt, also wir lassen entweder ein Entwicklerteam eine Story für uns schreiben, die sagt, wir möchten die und die neue Software einsetzen, dafür brauchen wir das und das und könnt ihr bitte testen, ob das irgendwie skaliert und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben das, also das Team hat uns eine Geschichte geschrieben, wir haben mit dem Team zusammen diese Geschichte abgearbeitet. Für Sachen, die wir selber machen wollten, wo wir die Plattform verbessern wollten, haben wir genau das Gleiche gemacht. Wir haben eine Geschichte geschrieben und haben sie auch hier reingehängt. Das heißt, unser Backlog, unser normales Backlog bestand hinterher nur noch aus Geschichten, die wir eine nach der anderen gezogen haben, je nachdem, wie wichtig sie waren. Wir haben gesagt, Priorisierung sollen bitte schön diejenigen machen, die ihre Geschichten gemacht haben wollen. Und wir haben immer zwei Leute bis drei Leute an so eine Geschichte drangesetzt. Hat einen ganz großen Vorteil gehabt. Die anderen Zettel, die wir eh überall hatten, die ganzen Backlogs, sind massiv weniger geworden. Weil das hier stand erstmal mal nur als Geschichte bei uns irgendwo drin. Wenn sie gezogen worden ist, dann haben wir gesagt, lass mal gucken, welche Tasks in dieser Geschichte drin stehen. Das ist wie, was ich gerade gezeigt habe bei dem Scrum. Ich habe dieses Product Backlog, da sind relativ große Scheiben drin. Und wenn ich so eine Scheibe da rausziehe, kann ich sie klein schneiden in mehrere kleine Scheiben. Dann habe ich halt diese Tasks hier. Und das hier unten ist das, was von dem ganzen Wust übrig geblieben ist. Da stehen jetzt auch keine Entwicklungsteams mehr, da stehen jetzt Namen, das sind die einzelnen Admins. Das heißt, hier hat jeder von den Admins sein eigenes Backlog.
So, bei dem einen ist ein bisschen weniger drin, bei dem anderen ist ein bisschen mehr drin. Stellenweise ist es auch dreidimensional geworden, so wie in alten Wohnungen, wenn man sich dann doch mal entscheidet, die Tapeten runterzunehmen, weil kein Platz mehr da war. Aber so mehr oder weniger hat das funktioniert. Mehr oder weniger. Das obige funktioniert total toll. Wir haben immer jemanden vom Team mit dabei, das heißt, wir arbeiten auch mit den Entwicklerteams zusammen. Diese Stories gehen relativ schnell durch mittlerweile, alle lernen was dabei. Es ist nicht mehr so, dass jetzt irgendwie Admins fest auf Entwicklungsteams, auf Funktionen festgelegt sind, sondern dass eigentlich jeder alles macht. Es gibt so ein paar Spezialgruppen, Spezialentwicklungsgebiete, wo das dann halt nicht so ist, wo tatsächlich noch Admins festgelegt sind dafür. Und unten hat jeder seinen eigenen Kram. Wir haben mal festgestellt, hier unten bleiben Sachen liegen, weil, naja, wenn ich so eine 3D-Wand da habe, da guckt auch kein anderer drauf. Also ich habe jetzt meine Sachen zum Beispiel da irgendwie hingehängt und gesagt, ich denke, ich muss mal die und die Tasks irgendwann machen. Wenn ich nicht dazu komme, bleiben die da hängen. Auch wenn es eventuell wichtig ist, aber kann ja einfach sein, dass ich 3 Wochen krank werde. Dann bleibt 3 Wochen Zettel da hängen, der eventuell mal gemacht werden müsste. Okay, Halbzeit ist vorbei, Verlängerung. Wir haben schon relativ viel gewonnen, aber es ist immer noch nicht das, wo wir wirklich sagen, so sind wir jetzt komplett zufrieden mit. Wie gesagt, durch die Stories haben wir flüssigeren Arbeitsstil gefunden. Durch die Stories können die Teams uns relativ genau sagen, was sie von uns benötigen. Das heißt, wir müssen nicht die ganze Zeit Informationen pollen von den Teams. Es muss nicht immer jemand hingehen und sagen, habt ihr was, brauchen wir was, schreibe ich einzelne Zettel. Wo sind die unteren Teil, waren wir nicht ganz zufrieden, weil wir festgestellt haben, also dadurch, dass das halt Sachen einfach liegen bleiben, verschlafen wir auch ein paar Dinge. So sieht das Board, doch, so sieht es auch heute noch aus. Wir haben oben, wie gesagt, 3 Stories, die Blockers. Wir haben was Neues eingeführt, weil wir festgestellt haben, wenn alle Leute in Stories verschwunden sind, was passiert denn mit dem Tagesgeschäft? Wir haben, na, bei uns heißt da Ronin, ich weiß nicht, wie die Namensentscheidung gefallen ist, da war ich nicht da. Aber Ronin ist dafür da, zu sagen, okay, ich bin die Anlaufstelle für euch. Das heißt, wer was von uns will, ruft entweder eine bestimmte Telefonnummer an. Da geht Herr Ronin dran. Oder er guckt halt auf diesem Taskboard nach, wer ist denn heute derjenige, den ich ansprechen kann. Und Herr Ronin ist dann dazu da und sagt, okay, erzähl mal, was du willst. Und kann er entscheiden, ja, da haben wir schon was, das kommt demnächst eh in der Story. Oder das macht der und der, der kann aber gerade nicht, ich leite das mal weiter. Oder ich kann dir da eben helfen, weil das geht ja relativ schnell. Das heißt, die anderen Leute, die gerade in Stories drin sind oder an anderen Tasks arbeiten, werden nicht gestört. Hat sich als sehr praktisch erwiesen. Einige Leute sprechen immer noch ihre besten Freunde an, natürlich, klar, das kann man, glaube ich, nie ganz vermeiden, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Dann haben wir, wie gesagt, 3 Stories, wo jeweils 2 Leute drin sitzen. Und wir haben dann unten einfach aufgehört, Namen an die Zettel dran zu schreiben. Das heißt, diese Zettel hier unten gehören plötzlich allen Leuten. Und wir haben noch was Zweites gesagt. Wir haben gesagt, wir hängen den ersten Task dahin, den zweiten rechts daneben, machen die Reihe voll, bis wir irgendwann hier unten angekommen sind. Und wenn wir unten angekommen sind, dann, und da hängen noch Zettel, dann lesen wir uns die gegenseitig vor und entscheiden, ist das eigentlich noch wichtig oder, naja, der hängt schon 3 Wochen da, noch hat keiner geschrien, kann also weg, hält dieses Board relativ klar und klein. Und wir haben was Zweites entschieden, das hier, Work in Progress, das ist ein Limit. Das heißt, also hier oben arbeiten immer mehrere Leute dran, aber hier unten dürfen nie mehr als 2 Tasks hängen. Wenn da mehr als 2 Tasks hängen, machen wir irgendwas falsch, weil eigentlich sollen die Leute oben diese Stories abarbeiten und nicht unten diese einzelnen Tasks. Momentan, also das ist aus dem realen Leben irgendwann mittags mal geschossen, das scheint ganz gut zu funktionieren. Hier hat gerade niemand was gemacht. So ganz so falsch lagen wir damit wohl nicht. Das sind jetzt schon so einige Sachen, die wir festgestellt haben, hilft uns besser zu arbeiten, hilft den Entwicklerteams eher das zu bekommen, was sie benötigen, weil halt wirklich 2 Leute mal konzentriert daran arbeiten, wenn sie was benötigen und nicht nur taskweise, wo dann auch mal 2-3 Tage Pause zwischen sein können. Aber so ganz perfekt ist es auch noch nicht. Was wir jetzt gemacht haben, das ist jetzt erstmal ein Test, wir haben das ein paar Mal durchgemacht, das hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert. Wir haben gesagt, wir gehen als Admin in Entwicklerteams rein, das heißt, wir möchten als Admins ganz gerne wissen, irgendwie, was drückt die Entwickler, wo ist unsere Plattform schwach, wo können wir unsere Plattform verbessern, und das kriege ich natürlich immer dann mit, wenn ich mit Entwicklern zusammenarbeite. Über diese Stories, die wir kriegen, haben wir eigentlich in dem Team, was diese Story bearbeitet, auch immer mindestens einen der Entwickler dabei, die Story eingestellt haben, das heißt, auch da kriegen wir mit,
Welche Probleme haben wir denn? Zwar unsere Frage, wie können wir denn vorher schon vermitteln, also bevor wir, also dass wir nicht erst in den Stories irgendwie feststellen, es gibt da und da Probleme oder wir brauchen das und das. Wie können wir denn vorher schon vermitteln, was wir eigentlich haben möchten, was wir erwarten von den Entwicklern als Administration, so wo sie uns schon zuarbeiten können oder wo wir vielleicht gar keine Arbeit mehr reinstecken müssen als Administratoren und dann woanders arbeiten können. Wir haben uns einfach einen Entwickler geliehen. Das heißt, wir sind zu Entwicklerteams hingegangen und haben gesagt, so hat irgendjemand von euch Interesse, mal für 2 Monate unseren Job mitzumachen. Das heißt, ihr kriegt Produktionsrechte. Bei uns Produktionsrechte heißt nicht, dass man Root hat. Also wir haben keine reinen Root-Accounts, wir haben Sudo-Regeln für bestimmte Sachen. Das heißt, also wenn ich mich auf dem Rechner irgendwo einlogge, ich darf nicht alles machen. Das sind Rechte, die geben wir dann auch denjenigen Entwicklern. Das heißt, wenn sie bei uns sind, bekommen sie diese Rechte, bekommen natürlich auch erzählt, was sie mit diesen Rechten alles kaputt machen können und dass sie es bitte nicht machen sollen. Wenn es passiert, passiert es halt. Meine Güte, es kann jedem passieren. Und das Schöne ist, wir nehmen ihnen diese Rechte auch nicht mehr weg, wenn die 2 Monate vorbei sind. Na? Das heißt, wir haben jetzt einen Entwickler, der läuft als normaler Admin mit, der läuft die 2 Monate, macht an Stories mit, der hilft bei Tasks mit. Der erste Monat, haben wir festgestellt, ist ein Monat, wo er tatsächlich mitläuft, also wo noch nicht ganz klar ist irgendwie, was er selber machen kann. So ab Ende des ersten Monats, Anfang des zweiten Monats, arbeiten die Leute schon erstaunlich selbstständig. Das heißt, sie übernehmen auch schon mal Aufgaben, sagen, das ist meine Aufgabe, das mache ich jetzt, da bin ich federführend. Und auf der anderen Seite kriegen wir tatsächlich sehr, sehr viele Impulse durch die Entwicklung, weil Entwickler eventuell doch einige Sachen ganz anders machen, als man sowas Admin denken würde. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel parat, normalerweise, aber also wir haben relativ viel gelernt, also wie wir unsere Arbeit verbessern können. Wir haben relativ viel gelernt, was für Entwickler Agilität heißt, was für uns Agilität heißt. Wie zum Beispiel Entwickler-Stories abarbeiten, das komplett unterschiedlich war zu dem, wie wir Stories abgearbeitet haben. Das heißt, wir lernen auch dazu. Es ist nicht so, dass wir jetzt nur dem Entwickler zeigen, hey, das ist das, was wir tagtäglich machen, sondern es ist auch dieses, ja, dass der Entwickler uns zeigt, so, hey, ihr macht aber falsch. Versucht es doch mal so und so, wir haben festgestellt, dass das massiv effizienter ist. Und naja, nach 2 Monaten ist der Urlaub halt vorbei und wir haben einen Admin im Entwicklungsteam sitzen. Sprich, wir haben jemanden, der weiß, was wir machen wollen, wir haben jemanden, der unsere Arbeit ein bisschen kennt, wir haben jemanden, der seine Kollegen im Team beraten kann und wir nehmen ihm seine Rechte nicht weg. Das heißt, er kann, wenn auch in Absprache mit uns, bitte, wenn er größere Sachen macht, aber er kann all das machen, was ich als Admin auch machen kann. Diese Rechte behält er ganz einfach. Das hilft uns, weil so ein Entwicklungsteam eine Story, die eigentlich bei uns landen würde, schon viel, viel weiter selber vorantreiben kann. Und auch vorantreiben will. Das heißt, sie kommen schon bis in die Region, wo sie testen können, ohne dass wir überhaupt was damit zu tun haben. Sie können schon selber Sachen einrichten. Also es hilft den Teams weiter, weil sie flüssiger mit ihrer Arbeit vorankommen. Es hilft uns weiter, weil wir hinterher nur sagen müssen, okay, damit können wir leben. Das können wir jetzt auch live nehmen, das kann jetzt in Produktion gehen. Es hilft uns deswegen weiter, weil wir uns tatsächlich auch um unser Kerngebiet kümmern können. Wir können die Plattform vorantreiben. Das ist vorher so ein bisschen untergegangen immer. Weil halt durch diese taskgetriebene Arbeit relativ viel Arbeit übrig war. Funktioniert für uns extrem gut, kann ich tatsächlich jedem nur empfehlen. Das andersrum kann man wahrscheinlich auch empfehlen. Ich muss sagen, ich bin kein Entwickler, deswegen ich weiß nicht, ob das im Entwicklungsteam was bringen würde, wenn ich als Nicht-Java-Sprechender da drin bin. Vielleicht funktioniert es, weiß ich nicht. Aber das hat bei uns relativ viel gebracht. Ich kann nicht echt wirklich empfehlen, das ist total toll. Jetzt habe ich die ganze Zeit von Admins gesprochen, aber wir haben ja auch tatsächlich Operations. Also Leute, die tatsächlich, wo es nur Tagesgeschäft gibt oder fast nur Tagesgeschäft gibt. Also die Leute, die halt gucken irgendwie, nein, das ist nicht bei uns, wir haben ein paar Monitore weniger, ich habe das Bild irgendwo aus dem Netz geholt. Aber wir nutzen auch Nagios. Hier gibt es relativ viel Tagesgeschäft. Was ich aber eigentlich dafür anbieten würde, ist ja auch dann sowas Taskbasiertes, wie Kanban es bietet. Das heißt, ich habe relativ viele Tasks, die abgearbeitet werden müssen. Ich habe Tasks, die gemeinsam abgearbeitet werden müssen. Ich möchte vielleicht auch das, was ich an Task mache, limitieren. Und ja, es gibt tatsächlich Operations-Teams, die mit sowas arbeiten. Das ist jetzt so ein Taskboard, was ich aus dem Netz geklaut habe. Das ist von Spotify. Das heißt also, dort sitzt ein Operations-Team, was dafür sorgt, dass Spotify die ganze Zeit läuft und nutzen auch Kanban. Also Kanban ist nicht nur was, wenn ich von außen getrieben werde oder wenn ich von außen Stories reinbekomme, sondern Kanban ist auch was um meine eigene Arbeit und wenn es nur Tagesgeschäft ist, wo ja eigentlich immer das Gleiche wahrscheinlich drin ist. So, ich muss hier meinen Server bestellen, ich muss hier einen neuen Server aufsetzen, der Loadbalancer ist schon wieder kaputt und muss irgendwas dran gemacht werden. Das kann ich mir ja auch so als
Taskboard aufsetzen. Wir haben es noch nicht wirklich getestet, deswegen habe ich da keine Erfahrungswerte, wie gut das funktioniert. Aber wenn man im Netz mal ein bisschen nachschaut, doch, das wird durchaus auch von anderen Leuten eingesetzt. Ein Hinweis noch, wenn man sowas anfängt irgendwie, man sollte sich relativ sicher sein, wann Tasks fertig sind. Also man sollte sich ein relativ strenges Regelwerk geben, wann ein Task irgendwann vorbei ist. Und man sollte darauf achten, dass jeder Task auch tatsächlich dort endet und nicht irgendwo in Almost dann endet. Weil, ich muss mal ein paar zurückgehen. Nee. Weil ich denke mal, dass vieles von dem, was hier in der Spalte ist, auch hier verendet ist und irgendwann weggeworfen worden ist, weil es almost done war. Und ich glaube auch nicht, dass alles, was hier drin war, done war, sondern dass hier ein kleiner Task hing, der hier noch einen großen Bruder hatte. Also das ist so eine der Sachen, die man sich tatsächlich klar werden sollte, wenn man so arbeiten will, wenn man taskgetrieben arbeiten, wenn man storygetrieben arbeiten will, wenn man also wirklich nicht diese große Planung von oben machen will, man muss sich sehr sicher sein, wann man fertig ist. Man sieht sehr beeindruckend aus. Ich habe eine vierte Spalte, da hängen ganz viele Zettel, aber die sind halt nur almost done. Dann ist da nichts. Das war's auch schon. Ich bedanke mich vielmals und bin jetzt für Fragen offen. Jetzt sehe ich, dass hier Hustenbonbons liegen. Na toll. Hi. Also ich muss sagen, wir setzen auch Kanban ein in unserer Firma. Hier. Ah, da. Entschuldigung, ist es. Wir setzen auch Kanban ein in unserer Firma schon des Längeren. Und ich muss auch sagen, also unsere Effizienz hat sich so um die 50-60% gesteigert. Allerdings setzen wir das halt nicht auf einem großen Whiteboard ein. Wir nutzen Kanbanery. Das ist halt ein Online-Tool, also ist ein Software-as-a-Service, kann man unter anderem auch alles sehr individuell einstellen, kann man auch Cores definieren oder komplette Service-Ketten definieren und vor allem, was ich daran halt noch ganz gut finde, man kann Deadlines definieren und es wird direkt gezeigt, wenn ein Ticket halt über die Deadline schlägt oder wenn es durch etwas anderes geblockt ist, sticht es halt direkt ins Auge. Wollte ich nur ergänzend sagen. Ich finde es spannend. Ich habe jetzt den Vortrag nicht zum ersten Mal gehalten, aber ähnliche Vorträge. Das ist nichts Persönliches gegen dich. Einer der ersten Vorschläge, einer der ersten Frage ist eigentlich immer, welche Tools setzt ihr ein? Meine Antwort ist normalerweise, das hier, ein Board, ein paar Zettel und ein Stift. Weil es ist für jeden sichtbar, für jeden transparent, der da vorbeikommt. Ich habe irgendwas Großes irgendwo mitten im Flur nahe meinem Arbeitsplatz hängen. Das ist wirklich für jeden, der wissen will, was gerade passiert. Der kann vorbeikommen, kann sich es angucken und kann dann direkt Fragen stellen. Sowas hier mag ein bisschen besser sein, um mich selbst zu organisieren. Also wir haben auch Teams, die machen das genauso. Die schmeißen jeden ihre Task in Jira rein, drucken dann aber den Taskzettel auch aus und hänge ihn nochmal an Bord, um die Transparenz herzustellen. Also ich muss ehrlich sagen, wenn jemand sagt, ich möchte ganz gerne damit anfangen, würde ich als erstes empfehlen, nehmt ein Bord und Zettel. Muss klar, wenn man hinterher größer wird, wenn man Erfahrung damit muss hat. Muss ich jetzt die Erfahrung, muss ich leider widersprechen, weil erstens, wenn man dezentralisiert ist und mehrere Teams hat, die auf ein Bord zugreifen müssen, ist die Praktik schwieriger. Ja, okay, jetzt neue Randbedingungen einführen, klar. Okay. Nein, aber kann ich verstehen, na sicherlich. Nee, und auch von der Übersichtlichkeit finde ich einfach, also das hier ist wirklich, also das sieht aus wie von 90ern. Ich meine jetzt, es gibt halt noch andere Tools, die ein bisschen, wie soll ich sagen, übersichtlicher und moderner aussehen. Aber ist ja auch egal, spielt ja keine Rolle. Nee, also ja, von der Übersichtlichkeit muss ich einfach, also bei uns hat's mit dem Whiteboard nicht geklappt, muss ich sagen, weil das hat übel ausgesehen. Ich muss auch sagen, es hat tatsächlich einen ganz großen Nachteil, wie man sehen kann, hier hängen überall Magnete dran. Diese blöden gelben Zettel, die überall kleben sollen, tun das auch, ganz kurze Zeit. Wenn man keine Magnete dran tut, hat man irgendwann Herbst, also dann liegen die meisten von Zetteln auf dem Boden, dann ist es mit der Transparenz auch Essig, das muss ich tatsächlich gestehen. Tipp von hier, kann man auch aus Kork machen und dann kann man tatsächlich einfach mit Stecknadeln die Zettel feststecken. Braucht man keine Magnete, ist wahrscheinlich auch billiger. Danke. Sonst noch Fragen? Anmerkungen?
Okay, dann nehme ich an, ihr nutzt das alle schon irgendwie. Falls nicht, versucht's. Wenn ihr noch im Wasserfallmodell arbeitet, versucht mal eure Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass man auch anders arbeiten kann. Das lohnt sich tatsächlich, auch von der Effizienz her. Dankeschön.